Nein, Rita Kersting, die meisten kennen Sie hier in Köln und nicht nur in Köln, als stellvertretende Direktorin des Museum Ludwig. Du bist Kunsthistorikerin, du warst im Kunstverein der Rheinlande Leiterin, du hast das Israel-Museum in Jerusalem, warst für die zeitgenössische Kunst verantwortlich, bis du dann hier nach Köln mehr oder weniger zurückgekommen bist. Und wir sind natürlich jetzt gespannt, die Sicht des Museums auf die digitale Welt, auf die NFTs von dir zu hören. Ich darf ganz herzlich begrüßen und dir das Wort übergeben. Ja, vielen Dank. Ja, als Raffaela Wilde, die uns im Museum Ludwig beraten hat, rechtlich beraten bei einem Forschungsprojekt und Ausstellungsprojekt zur russischen Avantgarde über Fälschung und Original, mich gefragt hat, sie würde gerne mich mit Herrn Professor Pilz in Verbindung bringen. Es wäre interessant, dass die Technik und die Kunst sich austauschen. Habe ich angenommen, das wäre in Wildes Wohnzimmer ein intimes Treffen. Es ist jetzt größer geworden mit mehr Gästen. Und ja, ich freue mich, die Sicht des Museum Ludwig darzustellen. Wir fangen mal an. Wir haben kürzlich... Ach so, ich muss das selber machen, ne? Ja. Genau, wir haben kürzlich im Museum Ludwig, also in unserem Gebäude, in realen Räumen, im Ausstellungsraum mit realen Menschen eine Arbeit gezeigt, die für eine Online-Plattform entwickelt war von Vukani Nbdele für Contemporary End, ein Online-Magazin für afrikanische Kunst. Und dieses Video, das Street Kid heißt und Elemente aufnimmt von, also mit Avatars arbeitet, reale Menschen, die sich in Avatars verwandeln, mit gewalttätigen Kampfszenen, das wurde dann bei uns in einer Ausstellung Dynamische Räume unter anderem abgespielt und die Besucherinnen und Besucher saßen auf den Bänken mit Leuten, die sie nicht kannten. Es ging um Blickbeziehungen. Und es ist, was man hat eben festgestellt, und das war für den Künstler interessant, dass der Ort eine große Rolle spielt, wo man ein Kunstwerk betrachtet, online oder offline, ob man es auf dem Handyscreen zu Hause oder auf dem Screen, wo wir sonst Videogames spielen oder im Museum zeigt. Und das Museum Ludwig ist eben mitten in einer europäischen Stadt ein Gebäude. Und die Sammler Peter und Irene Ludwig und auch das Museum selber hat sich im Laufe der Geschichte immer schon für neue Techniken interessiert, wenn die Künstler sich dafür interessiert haben. Und das ist ein ausschlaggebendes Kriterium. Zum Beispiel die Videokunst, die in den 60er Jahren aufkam und die sehr stark im Museum Ludwig vertreten ist, neben Malerei, Bildhauerei, Installation, Fotografie und Grafik. Und das waren in den, nicht, dass die neue Handheld-Sony-Kamera kam auf, die ist nach Europa, ja, über Namjoon Paik, ein wichtiger Künstler, der sie in Europa und Amerika an Künstler weitergegeben hat. Es war auf einmal eine neue Form, Kunst zu machen, möglich, die näher vielleicht auch ans Leben gekoppelt war, Kompositionen, die man sich vorher nicht vorstellen konnte und auch Verbreitungswege, die vorher undenkbar schienen, also nicht übers Fernsehen und übers Fernsehen in die Wohnzimmer direkt zu strahlen, die Kunst vom Sockel zu nehmen, aus dem Rahmen zu nehmen, bewegte Bilder, die im, ja, auf der Straße aufgenommen werden konnten. Jan Dibitz ist, sagen wir so, eine Ikone aus dieser frühen Videokunst, TV as Fireplace, das wurde vom WDR im Spätprogramm ausgestrahlt, sozusagen, ne, das Kaminzimmer, das Kaminfeuer im Wohnzimmer, über den Screen, über das Fernsehen, oder Joan Jonas, Vertical Role, die Bild, also nicht die Frau als verführerische Protagonistin ihres eigenen Videos und dann die inszenierten Bildstörungen, die eben ja mitkomponiert waren.
Das sind Arbeiten, die wir schon sehr früh erworben haben, 1974, Joan Jonas, dann in den, glaube ich, wir haben dann die Gary Schumms Fernsehgalerie, also ein Agent, der auf Künstler zugegangen ist, der eine Mission hatte, für die Zugänglichkeit von Kunst zu verbreitern, teure Technik angeschafft hat, damals Mischpulte und so weiter. Und dann mit Josef Beuys, Michael Heitzer, Ulrike Rosenbach und vielen, vielen wichtigen Künstlern, die eben vorher als Bildhauer oder Performance-Künstler tätig waren, dieses neue Medium anzugehen. Ja, wir haben gehört von Biebel, Mike Winkelmann, also fand ich auch sehr interessant, Herr Noller, dass Sie die Frage von Identität, also mit welchem Namen und unter welchem Namen machen wir Kunst und nicht Sie sprachen die rechtliche Identität an, bei uns würde es eher um die künstlerische Identität gehen. Wir sehen, dass konzeptuelle Tendenzen, also die Videokunst war ja damals mit der Landart, mit der Konzeptkunst und so weiter, dass sie wollten raus aus dem Museum. Das war eine museumskritische Kunst und ja, so könnte man das bei den NFTs ja auch sehen und es gibt konzeptuelle Tendenzen zum Beispiel oder Einflüsse, die hier sichtbar sind. Gleichzeitig ist es aber auch sehr viel Fleißarbeit und Kommunikationsdesign. So würden wir es betrachten und interessant ist, dass die NFT-Kunst, ja, und dieser Begriff wird, und vorhin wurde ja das ja auch mal in Gänsefüßchen sozusagen hier betrachtet, aber dass die NFT-Kunst von einer Galerie hier in Köln international auch führend vertreten wird, die diese Markt- und diese marktkritische und auch museumskritische Kunst in den 90er Jahren international etabliert hat. Und zwar so etabliert hat, dass der Markt und die Museen ganz große Förderer und Unterstützer dieser Kunst der 90er Jahre, der Institutional Critique und Kontextkunst gewesen sind. Und jetzt diese Galerie Nagel-Draxler ist eben führend bei den NFTs und hat zum Beispiel im Sommer hier in Köln in der Elisenstraße diese sehr weit betrachtete Ausstellung Breadcrumbs, die von Kenny Schachter, einem Künstler, Kritiker, Dealer, Sammler, Kunstbetriebsexperte, könnte man sagen, kuratiert wurde, der dort auch selber, und das ist relativ selten, ja, dann auch seine eigenen NFTs verkaufte und wie das eben bei Galerien und Museen in realen Räumen ist, man muss sich ein Display überlegen, wie man das, und ne, über die Frage sprechen wir vielleicht noch, ja, wenn die NFTs irgendwann mal interessant werden als Medium für Museen, wie wir sie, in welchen Depots wir sie lagern. Also Nagel-Draxler, auch auf der Messe jetzt, einige von Ihnen haben es sicherlich gesehen, auch da wieder ein NFT von Kenny Schachter, The Last Soldier, also ein Foto, ein gemintetes Foto, das ein Pressefoto des letzten Soldaten, der in Afghanistan war. In Amerika kannte man das Foto. Das ist überführt worden in ein NFT von Kenny Schachter. Ja, und auf der Messe wurde es dann eben monumental, sozusagen, also per Foto abgezogen dann wieder, und das Video, wo man sozusagen das Nachtbild, ein grünliches Nachtbildfoto, da wurde das sozusagen animiert gezeigt. Hat vielleicht auch einer von Ihnen erworben. Genau, es gab auch auf der Messe weitere NFTs, das war zum ersten Mal eben hier bei Provinzedition konnte man von Florian Adolf ein Printing-Block, also auch ein hybrides NFT erwerben, das man einerseits als Grafik, andererseits als NFT erwerben konnte und zwar wurde dieser Printing-Block in zwei Chains, Ethereum und Wax, präsentiert. Und jeden Monat generieren diese Printing Blocks neue Arbeiten, ja, über Algorithmen. Dann Max Gölitz, ja, da sieht man hier links, wie das präsentiert wurde, von Nico Abramidis, klassisch gerahmt. Die Zertifikate des NFTs ist auch interessant, dass es eben dann häufig eine Edition ist und dann nicht ein Original. Ja. Dieses Zertifikat für eins von 10 NFTs von Nico Abramidis und zwar ein Video, das eine Schlange darstellt mit ihrer eigenen
also nicht diesen eigenen Code, ja, dem Generierungscode des NFTs. Ja, das ist schon ganz interessant und medienreflexiv, aber immer noch nicht etwas, wo das Museum Ludwig sagen würde, das müssen wir jetzt kaufen. Wenn man sich anschaut, welche, sagen wir mal, wie Museen in Zusammenhang mit NFTs umgehen, dann sieht man die Uffizien, also ja, eins der schönsten Museen der Welt, mit einer Sammlung an dem Ort, an dem sie entstand, von den Medici. Und es gibt einen ganz tollen Film, der gestern Abend in Köln Premiere hatte, in den Uffizien von Corinna Belz. Ganz wunderbar, also das gehen Sie ins Kino, solange es noch auf hat. Und Eike Schmidt spielt da eine Hauptrolle, der Direktor dieses Museums, und ist, ja, beschäftigt sich mit, natürlich mit Michelangelo, Leonardo, Cimabue und Caravaggio, aber eben auch mit NFTs. Und zwar nutzt er diese Technologie, um, ich sag mal, im erweiterten Museumsshop für die Großsponsoren Michelangelo zur Verfügung zu stellen. Also in der Hosentasche für 140.000 Euro kann man einen Michelangelo kaufen. Auch wieder eine Edition, interessanterweise, ja, das, so dass man 1,5 Millionen generiert, um ja bei den Uffizien Renovierung und Restaurierung vorzunehmen. Dann auf der rechten Seite ist auch sehr also interessant die Hermitage. Der bekannte Direktor Michael Piotrowski, also wieder ein Altmeistermuseum, fantastisch, nutzt die NFT-Technologie, um alte Meister, die natürlich auch rechtefrei sind, im Gegensatz zu zeitgenössischen Künstlern, die erst 70 Jahre verstorben sein müssen, damit sie rechtefrei sind. Also NFTs zu verkaufen, unter anderem Claude Monet, hier das Gartenbild, und Sie sehen auffällige Signatur rechts unten, das ist sehr grotesk, das ist nämlich der Museumsdirektor Piotrowski, der dann die Authentizität ja mit seiner Signatur bestätigt und dem genauen Zeitpunkt dann, und dieses Video, wie er das unterschreibt, also diese Reproduktion unterschreibt, wird dann auch als NFT verkauft oder zusätzlich zum NFT. Die Hermitage hat dann auch eine Ausstellung gemacht mit NFT-Kunst eben im digitalen Raum. Dieser digitale Raum wird, der wird nachempfunden der Petersburger Börse, und genau, da sieht man auch zum Beispiel Lava Labs ist dabei, andere Kunstwerke, in die man dann, das kann ich hier natürlich nicht sozusagen präsentieren, aber gucken Sie es mal an. Dann, wenn man weiterschaut, sieht man eben Global Art Museum. Das ist eine Neugründung, ein neues Museum, das mit animierten Altmeisterwerken eben von Georges Seurat, der Sonntagnachmittag in der Grand Jatte, oder Rembrandt arbeitet. Ah ja, das könnte ich jetzt anklicken, ich lasse es, da läuft dann ein Mann mit Sonnenschirm durch die Grand, nicht, durch das Bild mit Sonnenschirm läuft er da durch, oder einzelne Glieder dieser Nachtwache, des Nachtwache-Personals bewegt sich dann. Das können Sie sich aber vorstellen, nehme ich an. Ich könnte auch draufklicken, aber. Also die Museen sind da teilweise gegen vorgegangen. Ich weiß gar nicht, rechtlich ist das sicherlich eine schöne Herausforderung für Herrn Professor Wilhelm und Raffaela Wilde, wer da welche Rechte hat. Dann, genau, oder man findet eben das NFT-Museum in Hamburg, das von Pixie Porn betrieben wird, als eine Art digitale Abteilung des Erotic Art Museum. Genau, das Einzige, soweit ich feststellen konnte, man kann sich wahrscheinlich vorstellen, dass in Zukunft das ZKM, ja, das hat Interesse bekundet, wie es, also das Zentrum für Kunst- und Medientechnologie, und es ist sicherlich auch interessant zu sehen, wie hier die Kölner Künstlerinnen und Künstler der KHM auch mit diesem Thema umgehen. Aber wir sehen eben bisher nicht, dass Künstler, die sich, es gibt ja interessante Fragestellungen mit Authentizität, mit Originalität, Fragen nach Eigentum. Das steht aber unseres Erachtens eben im Moment noch sehr im Vordergrund. Und Künstler, die sich eben mit solchen Fragen oder Künstlerinnen, die sich mit solchen Fragen bisher beschäftigt haben in der Kunst, ja, sehr interessante Positionen, Julia Scher, Seth Price, David Horvitz, ein jüngerer Künstler, der auch insbesondere da, wenn es digital wird,
sehr interessante Sachen macht. Andrea Fraser, dass die sich jetzt den NFTs eben noch nicht zugewandt haben. Man muss das mal abwarten. Also das einzige Museum, das bisher, soweit ich es feststellen konnte, ein NFT erworben hat, ist das ICA in Miami. Lava Labs, wir haben darüber gehört, eins von eben diesen zehntausenden Crypto-Punks, und das ist eben die Nummer 5293, und das ist dann eben eins von 3800 weiblichen Crypto-Punks, die eben mit lila Lippenstift, also diese Farben und Formen von Lippenstift, von Zigarette, von Haaren, Haut, die generiert sich eben selber über einen Algorithmus, und die haben im Sommer diesen Jahres das erworben, aber eben nicht selber gekauft, sondern, und das ist auch typisch, von einem ihrer Donors geschenkt bekommen. Also von, jetzt muss ich nachgucken, ich glaube Eugenio, nicht Bofill, sondern einem großen Investor, Eduardo Burillo, der im Board des Museums sitzt und ein großer Investor ist. Und das sehen wir natürlich auch immer wieder, dass Schenkungen an Museen herangetragen werden, um eben in einem gewissen Feld etwas voranzutreiben oder Künstlerinnen und Künstler bekannt zu machen. Und sie haben das als Wert angegeben mit 120.000 Euro. Das ist, wie wir gerade gesehen haben, natürlich mittlerweile schon viel mehr Geld wert. Für uns im Museum Ludwig ist es so, dass auch zum Beispiel jetzt die künstlerische Kraft, dass wir machen, also wir interessieren uns für das, was wir künstlerisch interessant finden. Und hier kommen, da sehen wir im Moment noch keine Zukunft oder im Moment noch keine Gegenwart zumindest. Das andere ist, wir wenden uns als Museum hin zum Grünen Museum. Das heißt, man kann sagen, Transporte und Klimatisierung, so, das ist alles, wir sind große Emittenten, aber im Hinblick auf die Zukunft wäre es für uns merkwürdig, uns jetzt im Moment einer Technologie zuzuwenden, die ein unglaublicher Umweltfaktor ist. Und das andere ist eben, dass diese Frage des Eigentums, sagen wir mal, bei uns natürlich keine so wichtige Rolle spielt. Das scheint mir hier tatsächlich die Grundlagefrage dieser Blockchain-Technologie zu sein, die Frage nach Eigentum, ja, Originalität, Kopie. Die Sammlung des Museum Ludwig gehört uns allen. Ja, das ist eine öffentliche Sammlung und keine Privatsammlung. Und von daher ist diese Frage des Eigentums jetzt für uns nicht so entscheidend. Ja, und auch Alex Gartenfield, der Direktor des ICA in Boston, hat jetzt nicht über die künstlerische Qualität gesprochen, wenn er das begründet, warum sie diese Schenkung angenommen haben und das Werk sich in der Sammlung befindet. Er hat über Produktion im 21. Jahrhundert, auch künstlerische Produktion, gesprochen und dass sie sich sicherlich verändert, wie sie sich immer verändert, und dass es kulturhistorisch interessant ist, das zu sammeln. Ja, das ist von 2017, das ist kulturhistorisch. Das wäre für uns jetzt keine Kategorie. Aber es ist auf jeden Fall Augen auf im Straßenverkehr. Wir beobachten das weiter. Ja. Vielen Dank.